So, da sind wir auch direkt bei Folge 4. Ohne Pause geht sofort weiter. Ich hoffe, ihr habt Folge 3 gesehen. Am Ende gab es noch einen kleinen Toten. Oder zumindest jemand, der angeschossen wurde. Und unser Heli ist weg. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was jetzt sonst weiter in der Mission passiert. Wo haben wir denn Gegner? Da haben wir einen. Da ist einer, da ist einer. Komm schon. Alter, wirklich nicht getroffen. Und so. Wo haben wir? Dahin. Oh. Gar nicht gesehen. So. Alle tot? Nee, da ist noch einer. Alter. Was da los? Wieso treffe ich den nicht? Gut. Eben Muni holen. Da ist noch einer. Okay. So. Da haben wir ihn auch getötet. Das sollten dann alle für jetzt oder auch nicht gewesen sein. Nochmal ein bisschen offensiv durch die Gegend. Das ist keine gute Idee, glaube ich, so offensiv zu gehen, aber wir versuchen es mal. Da ist einer tot. Wow. Nein, nein. Ah, ja, ich hab's geahnt. Ich hätte nicht so offensiv gehen sollen. Ich hab gehofft, dass das die letzten waren, aber naja. Man lernt aus Fehlern, man macht weiter. Kriegen wir jetzt schon hin. Flatsch. Und da sehen wir das sogar nochmal in der Folge. Das war doch in den Kopf. Na. Das war eine scheiß Idee, Comic! So. Und schon. Und den noch. Und da hinten haben wir einen. Na, komm. Wieso treffe ich den nicht so? Jetzt. Nachladen, komm. Schneller, schneller, schneller. Es muss schneller gehen. Da haben wir was. Eben mal kurz scannen, wo die Leute alle sind. Da ist was. Ah, komm, wieder erstmal in Deckung und dann machen wir den. Dann haben wir da und den. Zieh dich doch nicht. So, geht doch. Dahin haben wir noch einen Kopf. Kopfschuss durch das Metallabdeckungs, was auch immer, Dings. Und wo haben wir sonst noch was? Da ist einer und sonst sehe ich keinen. Ich höre aber welche. Dach ist gesichert. Ja. Wollen wir doch mal hoffen. Ich gehe nochmal kurz Muni holen. Okay. Gibt es irgendwo eine Waffe, die wir noch nicht haben? Yep. Los, lass uns hier verschwinden. Ja, ich bin noch schon unterwegs. Stress nicht. Wir müssen wieder zurück auf das Schiff. Aufzug nehmen. Echt jetzt, meine Freunde. Das können die sich auch überhaupt nicht denken, dass man den Aufzug nimmt. Ist auch total schwer zu sichern. Einfach auf jeder Etage einen da vorstellen mit einem MG, der ballert und fertig. Leg mich am Arsch. Hey. Kommst du etwa Platzangst hier drin? Man packt nicht, der Fahrstuhl macht mir Sorgen. Sondern die Höhe. Damit komme ich nicht klar.
Ja, im Alter, ne? Willst du mich verarschen? Was? Ich liebe dieses Lied. Ist ein scheiß guter Song. So weit, oh, so gut. Mann. Ich geh vor. Jetzt geht's weiter. Auf geht's, Wrecker. Das ist das, was ich glaube? Genau meine Krankweite! Fortress hier, Tombstone 4. Letzte Meldung wiederholen. Wiederhole. Können aktuelle Position nicht halten. Wir haben 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff. Fortress over. Super. 30 Minuten. Am schnellsten ist die Hauptstraße. Richtung Osten. Er soll sich endlich verziehen. Wir müssen darüber. Deckungsfeuer! Machen es lieber laut. Okay, ich glaube, wir hätten auch an der Seite rausgekommen. Aber was soll der Geiz? Alter, warum ist der in der Wand gebackt? Ich wollte den Messerkill. So, haben wir das auch erledigt. Gehen wir mal an der Seite raus und gucken wir mal, ob wir da noch ein paar an der Seite abstauben können. Na, dem. Friendly Fire ein bisschen. Komm schon. Bereit zum Abmarsch, Wrecker. Aber wirklich. Bestätigt, gib mir Feuerschutz! Nummer 1, Nummer 2. Ja, doch nicht. Jetzt. Top. Ach, meine Güte. Wie schlecht ich mit der Waffe bin. Es geht ja auf keine Kuhhaut drauf. Aber. Ich gehe sicherheitshalber nochmal kurz zurück und hol mir Muni. Ich will das nicht riskieren, dass ich gleich ohne dastehe. Bei meinem Aiming mit der Waffe. Aber ich glaube, wir wären auch an der Seite nicht ohne Feindkontakt vorbeigekommen. Dann machen wir doch lieber so. Okay. Da lang. Obwohl, man hätte vielleicht auch durchstealthen können, aber naja, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht versuche ich das nochmal irgendwann. Nein, nicht auf mich. Das wird nicht einfach. Panzer gegen Infanterie ist unfair. Nein! Das war, glaube ich, knapp. Der Panzer ist zurück! Kann man hier hoch? Na. Nicht vorbei, ne? Wow. Oh, Infanterie. Stirb. Ist hier irgendwo noch was?
geht doch. Ich dachte schon, ich treffe den nicht von dem Winkel aus, aber... Doch. Die haben wir schon. Und durch da. Brauche ich gleich nochmal ein bisschen Muni, glaube ich. Kommt ihr, Mädels? Hallo. Kein Kaffeekränze da hinten. Weiter, weiter! Und hier kommen bestimmt gleich irgendwelche von oben aus den Häusern runter, abgeseilt, ne? Schweres Wort. Ne, das war ein Zivilist, denke ich. Oder? Ja. Immer noch der Zivilist. Der hat Angst vor uns. Wrecker, hier durch. Wir sind fast am Fluss, oder? Wow. Das ist ein Kriegsgebiet. Was zur Hölle ist da hinten los? Komm schon. Verdammt, Mann. Das ist ja der reichste Bürgerkrieg. Mann, die drehen ja alle durch. Wem sagst du das? Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Fluss zu kommen. Aber ich sitze hier, ne? Womit du denkst, was hat sie vor? Lässt du mich auch mal durch? Amerikaner? Gut, wir brauchen Hilfe. Geht ja gar nicht. Oh, hast du jetzt das Sagen? Augen auf, Wrecker. Entspann dich, Pack. Kinder. Nichts tun. Wie geht's? Wie Homer? Okay. Pass doch auf! Weg vom Fenster! Das ist gefährlich! Haltet euch vom Fenster fern! Ja, ja, Mama. Wir wollen zum Fluss, aber Cheng hat Panzer. Niemand kommt in die Stadt rein oder raus. Wir müssen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Wir wehren uns. Chengs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Bleib hier und schütz dein Kind. Los, Wrecker, Bewegung! Bewegung, Bewegung, Bewegung. Für den Panzerwreck. Wir brauchen Sprengstoff gegen die Panzerung. So, und dann sollen wir jetzt darüber, oder was? Wreck, in das Sichtgerät. Such etwas, das wir nutzen können. Sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Also ich tippe drauf, dass wir zu dem Gadget-Lager da müssen. Wir sollten uns das mal von oben ansehen. Was ist mit dem Gebäude? Ich gehe jetzt mal einfach hier hoch. Ich habe doch hier gerade irgendwo das... So, dann nehmen wir einmal hier den C4-Sprengstoff und die Minen. Gibt es hier einen Ausgang? Dass hier keine Infanterie rumläuft. Haben wir doch geschafft. Ohne das Gebiet zu sichern. Noch ein Panzer! Oh. Ja, ich hätte den gerne offen. Hinten ist
Das war jetzt etwas unbeholfen, aber es hat funktioniert. Schlechte KI, würde ich sagen. Im Multiplayer wäre jeder nach hinten gefahren und hätte mich abgeballert. Aber naja. Alles klar. Wie liegen wir in der Zeit? Schlecht. Wir müssen rennen. Sofort. Der Hafen ist gleich davon. Los, wir müssen ein Boot besorgen. Wir müssen ein Boot besorgen. Hey! Wir haben hier Zivilisten. Bitte. Da kommt was. Was sagt er? Ich glaube, sie helfen uns. Will doch nur da rein. Ach, man muss... Nein, man kann nicht drüber springen. Man ist ja nicht durchtrainiert. Nein, man muss erst das Tor öffnen. Okay. Ja, klar. Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot. Over. Hier ist noch ein ziviles Boot. Okay, Beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade ein Speedboat. Over. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone, steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagebericht! Wow! Was ist denn da gerade passiert? Keine Sorge! Der zerstört Elektronik, keine Menschen! Die Leute hier raus und in Sicherheit bringen. Fortress, hier ist Tombstone, komm! Scheiße, alles tot. Sieh mal die Boote. Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller. Folgt uns! Folgt uns, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack. Folgt uns! Wir bringen euch zu USS Mercury! Bist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf. Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone, kommen, over! Fortress, hier ist Tombstone, kommen! Tja. Da funktioniert die Technik nie mehr. Das Ding sah mir übrigens mehr wie einen Störsender aus, als wie ein Walkie-Talkie oder so. Aber naja. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um meine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. So, und ich würde sagen, das war's dann auch mit der vierten Folge. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Gerne auf Abonnieren klicken. Könnt auch gerne auf justgameplay.de mal vorbeischauen, die anderen Let's Plays oder auch unsere Livestreams angucken. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in Folge 5 wieder. Ich bin raus. Ciao!